Herzlich willkommen zu unserem Tutorial Produkte wie im Ladenregal. Mein Name ist Frank Specht von Exit11 und ich habe dieses Tutorial für Office 2010 Blog.de erstellt. Lassen Sie uns als erstes die Elemente anschauen, die wir verwendet haben. Die Box entstand aus zwei Rechtecken. Ein Rechteck für den linken Bereich und ein Rechteck für den Frontbereich. Unsere Produktlogos haben wir als Grafik eingefügt und positioniert. Das Bild unseres Produktes wurde als Screenshot mit der neuen PowerPoint 2010-Funktion aufgenommen. Die Banderole am rechten oberen Rand der Produktbox wurde mit der PowerPoint 2010-Funktion Formen bearbeiten erstellt. Der Text wurde mit WordArt formatiert. Das Highlight am oberen Rand der Produktbox wurde ebenfalls mit der Funktion Formen bearbeiten erstellt. Der Schatten der Box wurde als Freihandform gezeichnet. Nachdem wir alle Grafikelemente gezeichnet haben, können wir diese nun positionieren. Die beiden Logos am unteren Rand der Rechtecke, die Produktabbildung innerhalb der Front, die Banderole platzieren wir rechts oben und darüber das Highlight. Nun können wir die 3D-Drehungen anwenden. Dazu müssen Sie erst die einzelnen Elemente miteinander gruppieren. Wir fangen mit der linken Darstellung an, gruppieren Rechteck und Logo, wählen dann Grafik formatieren, 3D-Drehung, Voreinstellung, Perspektive vorn. Drehen um die X-Achse um 50 Grad und wählen eine Perspektive von 100. Innerhalb des Reiters 3D-Format wählen wir als Material warm und matt sowie die Beleuchtung kalt-kühl. Nun wählen wir das Frontrechteck und seine Elemente aus. Auch hier anordnen, gruppieren. Klick mit der rechten Maustaste, Grafik formatieren, 3D-Drehung, Voreinstellung, Perspektive vorn, Drehung um die X-Achse um 320 Grad, die Perspektive mit 45 Grad bleibt bestehen, 3D-Format, Material, warm, matt und Beleuchtung kalt, kühl. Nun müssen wir diese beiden Elemente nur noch zusammenführen. Das können wir mit der Pfeiltaste nach links durchführen. Und für die letzten Schritte nehmen wir die Steuerungstaste und Pfeil links, um fein justieren und fein bewegen zu können. Beide Elemente markieren wir nun und gruppieren diese. Der gruppierten Box können wir nun den Spiegeleffekt zufügen. Formeffekte, Spiegelung und wir wählen hier eine enge Spiegelung mit Berührung. Und zum guten Schluss kommt noch der selbstgezeichnete Schatten dazu. Diesen positionieren wir einfach an der Box. Auch hier wieder Steuerung und Pfeiltasten, um eine Feinpositionierung durchzuführen. Das Ganze miteinander verbinden, anordnen, gruppieren und unsere Produktbox ist fertiggestellt.